Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel bei mir auf meinem Kanal. Ich bin Michael, stehe für erfolgreich und energiereich glücklich und genau dazu möchte ich dich bringen, für ein erfolgreiches und glückliches Leben. Ja, heute geht es mal wieder um ein längeres oder größeres Orakel. Ihr seht trotz allem hier meine Energieplatte, ihr seht meine Lourdes-Pyramide, die euch ganz viel positive, schöne, ja, unglaublich tolle Energie schenkt in euren Räumen, in eurem Zuhause. Wenn sie aufgestellt ist, durchströmt sie wirklich eine goldene, schöne, reine, positive Energie, voll mit Frieden, Erlösung und Heilung. Es ist die Heilung eurer Seele. Und wir steuern auf, ja, auf eine blaue Nacht hin. Das Ganze ist am Portaltag am 17. Dann haben wir eine kosmische blaue Nacht, also die Kraft der Kreativität vereint uns. Es ist die Verbindung zu deinem Unterbewussten, zu deiner Seele. Diese blaue Nacht lädt ein, dein kreatives Potenzial zu entdecken, es in die Welt zu tragen und zu bringen. Es geht um Intuition, Fülle, Wachstum, Reichtum, Kreativität und Träume. Es ist der Überfluss, der kommt, die Geborgenheit und die Sicherheit. Wir empfangen Stille, inneren Reichtum, auch Trost erfahren wir. Und das ist das richtig Schöne, denn es sind Milliarden von Sternen und Galaxien, die über dich hereinregnen können in dieser Nacht von Freitag auf Samstag jetzt. Und wir geben deiner Seele einen sehr großen Raum. Du kannst natürlich hier immer noch bei dem Portaltag in der Zeremonie dabei sein, ja. Das ist natürlich möglich, das ist machbar, das ist gegeben und dafür kannst du dich gerne noch bei mir anmelden, ja. Also, das sind erstmal so die Punkte, die aktuell da sind, die auf uns einwirken, diese Energien. Auch immer noch hier die Pauli-Bekehrung, die haben wir natürlich auch immer noch dabei. Jetzt muss ich selber nachgucken, wann ist es denn? Am 25. meine ich. Ich sage es aber auch gleich nochmal richtig. Seht ihr mal, da war ich jetzt unvorbereitet, weil ich so viele Daten im Kopf habe. Und natürlich ist es am 25.01. der zweifelsfreie Weg, den du gehen kannst, wo ich mit meiner Energiearbeit für dich arbeite. Auch dafür kann man sich noch registrieren. Wir schauen aber mal rein, wie wirkt denn überhaupt diese Energie auf unsere Prozesse, die wir haben. Also nicht nur auf dich selber, auch auf deinen Seelenpartner, auf deine Dualseele oder auf deine Zwillingsseele. Und das möchte ich jetzt einfach mal als Information erstmal hier haben, beziehungsweise abfragen. Und wir schauen es uns an, ja. So, ich fächer das Tarot auf. Ihr habt es gesehen oder gehört, dass ich es gemischt habe. Und wir schauen bei dir hinein. Ja, ich habe gerade eben schon von absolutem Reichtum gesprochen, was diese Nacht ja für uns bietet. Das heißt, ihr könnt auch da natürlich selbst gerne ein eigenes Ritual machen. Wir haben 10 Münzen dabei. 10 Münzen stehen für wirklich absoluten Reichtum. Und es ist dein Erfolg. Das heißt, du fährst Erfolge ein. Du fährst Erfolge ein, vielleicht auch in deinem Dualseelenprozess oder höchstwahrscheinlich auch da, dass du hier in eine erfolgreiche, in eine gute Zeit mit reinsteuern wirst. Denn diese Karte bringt auf allen Ebenen die Fülle und den Reichtum, auch Erfolg. Sie schafft ein solides Fundament, diese Karte, ja. Ihr seht auch hier, der Schlüssel ist mit drauf. Also es ist wirklich so, dass auch dieser Schlüssel dir die Möglichkeit gibt, wir haben den Merkur hier mit dabei, auch die Möglichkeit gibt, zu kommunizieren über genau diese Themen. Das heißt, den soliden Untergrund. Das Fundament. Was haben wir bei ihm in dieser Nacht stehen? Und das sind 8 Stäbe, die sich hier zeigen. Also wenn du in einem Dualseelenprozess bist, dann stehen diese Karten jetzt für ihn und er hat Gewissensbisse, er hat Zweifel. Ja? Er bringt aber auch wieder etwas in Fluss, es sind die Pfeile der Liebe, die kommen, ja, die er über seine Zweifel hinweg entwickeln wird. Er wird sehr schnell aktiv werden. Das heißt, hier kommen wir in eine ungemein gute
Aktivität und Energie rein. Also er vermittelt wirklich genau diese positive Energie an dich, ja. Das heißt, er zeigt sich auf einmal beweglich, er agiert schnell, er wird wirklich dich als sein Ziel setzen. Du spiegelst ihm auch diese Fülle, diesen Reichtum, den du bietest, den du mit deiner Seele, mit deiner kristallinen Kraft, mit deinem Energiefeld hast. Und das gibst du ihm rüber und er agiert auf einmal schnell. Es kommt in Fluss, also alles, was hier in dem Prozess zwischen euch steht, bewegt sich jetzt. Und das, finde ich schon mal, ist eine sehr gute Geschichte, die hier einfach auf euch zukommt, ne? Und das sehe ich also hier mehr als positiv. So, was passiert weiter bei dir? Der König der Schwerter. Der König der Schwerter ist jemand, der sehr überlegt ist. Das heißt, also hier musst du deine Gedanken sortieren. Ne? Also der König der Schwerter rät dir hier einfach ungemein zu Scharfsinn, schärfe hier dein Urteilsvermögen, nehme die Kraft dieser Nacht, um Erkenntniskraft zu gewinnen, Wortgewandtheit, sei sachlich, objektiv, analytisch auch in diesem ganzen Prozess. Und ja, scheue dich auch nicht vor einer Auseinandersetzung, sollte es die geben. Denn mache auch wirklich deinen klaren Stand oder deinen Standpunkt wirklich auch klar. So, er hat jetzt vier Schwerter an dieser Position. Also beide habt ihr jetzt erstmal Schwertkarten hier drin. Das ist jetzt nicht unbedingt was Negatives. Zeigt halt einfach auch, dass man sich mit seinem Schatten etwas auseinandersetzt. Er ist im Moment vielleicht etwas zurückgezogen in der Isolation drin, aber trotzdem, er ist wachsam. Er hat eine kurze Phase der Askese vor sich und das führt hier dadurch, dass er seine Verletzungen, seine verletzten Gefühle durchaus in eine Heilung bringen kann. So, bei dir kommen sechs Schwerter mit dazu. Also ihr merkt, es ist jetzt ein bisschen vielleicht auch eine anstrengende Phase, was auch die aktuellen Konstellationen nun mal hergeben von der planetaren Kraft dazu. Und diese sechs Schwerter heißen aber hier wirklich auf zu neuen Ufern. Sich über Hindernisse stellen und seinen Weg finden, Hilfe zu finden und auch darüber, dass wir Klarheit haben, dass wir wissen, wir haben unseren inneren Reichtum, wir haben unseren äußeren Reichtum, wir haben die Stabilität und die Klarheit in unserer Kommunikation gefunden, geht hier eine Reise weiter. Und das ist perfekt, das ist der Aufbruch. Die sechs Schwerter sind der Aufbruch und da gehen wir wirklich hin. Und wirklich lassen unsere alten Ängste an einem anderen Ort, auch unsere Zweifel, all das, was uns vielleicht im letzten Jahr diesen ganzen Prozess so negativ beeinflusst hat, wird sich hier unbedingt klären. Ja? So, und er hat den Ritter der Münzen dabei. Ja? Der Ritter der Münzen ist Glück, Verantwortlichkeit, Aufrichtigkeit, nützlich. Das heißt, er kommt jetzt aus seiner Askese relativ schnell wieder raus, aus seiner Trägheit, aus seiner Mutlosigkeit. Er fasst wieder Mut, ja. Er erkennt, was hier die Methodik ihm auch geben will. Und er wird eine Methode finden, hier den Weg mit dir auch gemeinsam einzuschlagen. Das sind erstmal so die Grundtendenzen, die das Tarot uns jetzt bietet. Und vor allen Dingen stellt euch auf diese wirklich geile Nacht ein, denn die ermöglicht eine direkte Verbindung zu deiner und zu seiner Seele. Deswegen ist es wichtig, vielleicht den Portaltag mit euch beiden zu machen am Freitag und überlegt es euch einfach. Es ist auf jeden Fall ein sehr intensives, schönes Kartenbild. Ich würde trotzdem noch gerne in meine Energy Cards mit reinschauen, welche Informationen uns die noch dazu geben möchten. Und das schauen wir auch. So. Lassen sich nur leider echt schwer auffächern, diese Karten. Aber wir schauen, was ist die Information für dich, ja? Das ist die Tür für die persönliche Heilung und in das Glück zu kommen.
Also auch wieder das Portal. Und er entdeckt die, und er hat auch eine Tür. Ihr habt beide eine Tür. Das heißt, bei beiden geht jetzt darüber, über diese Energie, eine Tür auf. Er hat Door to Value, also auch zu dem Reichtum, den du ihm vermittelst, den du ausstrahlst, den du in sein Energiefeld hinein säst und es damit nährst, da kommt die absolut gute Möglichkeit dazu. Und hier haben wir das Ergebnis. Das ist die Vereinigung, die Happy Family. Also wirklich das, was ihr da gründet, geht basiert auf Glücksgefühl, auf Fröhlichkeit, auf Energiereichtum. Energiereich glücklich, das ist genau dein Weg. Da begleite ich dich gerne hin. Melde dich bei mir für eine Beratung, melde dich bei mir für die Zeremonien, die noch anstehen im Verlauf des Monats, für die Portaltage, für eine Frage über WhatsApp, die ich natürlich auch immer versuche, möglichst schnell zu beantworten und lade dich ein in meine Welt des energiereichen Glücks. Alles, alles Liebe, dein Malkiel.